Nach der Saison ist vor der Saison. Das ist nicht nur bei den Footballern so, sondern natürlich auch bei den Cheerleadern. Aus diesem Grund wurde jetzt das neue Team für die kommende Saison vorgestellt. In einem Workshop konnten die neuen Tänzerinnen die ersten Choreografien lernen und natürlich auch alles, was es ausmacht, ein Cheerleader zu sein. Also als Cheerleader sind vor allem gefragt, dass man eine positive Ausstrahlung hat, dass man andere begeistern kann für das, was man tut, dass man ja auch extrovertiert ist. Das muss man schon sein. Ganz viele Mädels sind das am Anfang gar nicht. Und als ich angefangen habe, 1996 bei Frankfurt Galaxy zu tanzen, war ich das weiß Gott auch nicht. Aber man kann es lernen. Und manche kommen dann so toll aus sich heraus. Und wenn man dann sieht, heute nach der Veranstaltung, wie man da getanzt hat und sieht am Ende der Saison, was man kann, es ist so ein tolles Gefühl, wenn man sich so entwickelt hat. Ja, und da freue ich mich wieder drauf, das zu sehen. Insgesamt werden im kommenden Jahr 45 junge Damen als Cheerleader am Spielfeldrand der Frankfurt Universe stehen. Davon mehr als die Hälfte in ihrer ersten Saison. Bei so vielen Mädels stellt sich natürlich die Frage, ob da ein Zickenkrieg nicht vorprogrammiert ist. Also wir haben bei uns klare Regeln, wir wollen keine Zickereien, weil wir einfach Harmonie brauchen. Und das wissen die Mädels, das lernen sie schon. Das haben sie heute gelernt, das haben sie gestern gelernt. Und falls es dann Konflikte geben sollte, da sind wir auch immer direkt dabei. Und bei uns sind immer ehrliche Worte gefordert, also das erwarten wir von den Mädels und das lernen sie. Und ja, man kann sich auch menschlich bei uns weiterentwickeln, das ist das Schöne daran. Aber im Vordergrund steht natürlich das Tanzen. Und hier müssen die neuen Cheerleader einiges lernen, denn der Job am Spielfeldrand ist nicht zu unterschätzen. Also unser Job ist mega wichtig, weil wir konzentrieren uns auf die Fans, dass die gute Stimmung haben, dass sie dabei bleiben, dass sie immer lauter werden bei Defense Go. Und es ist einfach so schön, also gerade in Braunschweig, es sind Highlights für uns auch und es ist eine mega Ehre, dabei sein zu dürfen. Doch bis es soweit ist, steht viel Arbeit für die Gruppen an. Bis zum April müssen verschiedene Tänze einstudiert werden. Alles nicht so einfach, denn viele der Neuen haben keine tänzerischen Vorerfahrungen. Nicht alle kommen mit Vorerfahrungen, das ist sicherlich richtig, es ist aber nicht weiter schwierig. Man muss dann einfach unterschiedliche Gruppen bilden, unterschiedlich agieren, mit ihnen unterschiedlich trainieren und dann klappt das schon. Also das ist jedes Jahr wieder neu so und wir wissen uns darauf einzustellen als Team und dann kriegen wir das über eine kürzere oder längere Zeit auch ganz gut hin. Auch die neuen Cheers wissen, dass einiges auf sie zukommt. Sind aber bereits voller Vorfreude auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit im Team, ich freue mich auf die Tänze. Es ist eine wahnsinnige Energie, die da irgendwie durch das ganze Team fließt. Ich freue mich auf die Fans, ich freue mich auf die Spiele, auf die gemeinsame Zeit und die gemeinsamen Erlebnisse, die man dann einfach einfängt. Ein halbes Jahr ist jetzt Zeit, bis die neue Football-Saison im April kommenden Jahres wieder startet. Und Trainerin Bianca freut sich schon jetzt auf die Zeit mit ihrer neuen Truppe.